Wir sind im Libanon, in Beirut, Delegationsreise der Fastenaktion, die bevorsteht und die in Erfurt eröffnet wird. Wir haben das Karagesien Center besucht, ein Ort, ein Anlaufort, an dem pro Jahr mehr als 50.000 Personen kommen, Frauen und Männer, besonders Kinder, alle mit Flüchtlingshintergrund, zum großen Teil traumatisiert, Zerrissenheit erlebt, Ohnmacht, Perspektivlosigkeit. Und das Karagesien Center von Pontifical Mission geleitet, einer Organisation, die schon mehr als 50 Jahre hier in Beirut und im Libanon unterwegs ist. Es gibt die ganz wichtige Arbeit der Sprachkurse, weil ein Großteil der syrischen Flüchtlinge Arabisch spricht, während hier im Libanon Englisch und Französisch geredet wird. Es gibt Traumabehandlung, wir haben Geschichten gehört, die das Herz zerreißen, die spüren, wie tief die Verwundungen durch die Fluchtsituation, durch den fast 9 Jahre dauernden Krieg sind. Eine sehr gute Arbeit mit Frauen, die wir ebenfalls getroffen haben, die ihre Lebensgeschichten erzählt haben. Der Grund der Flucht, sie haben es in Syrien nicht mehr ausgehalten, haben Teile der Familien verloren. Und sowohl das Karagesien Center als auch die Frauenarbeit, die wir anschließend besucht haben, da geht es darum, heilend unterwegs zu sein. Die Seele zu heilen, die Wunden zu heilen und Perspektiven für die Zukunft zu geben. Wir haben im Karagesien Center teilgenommen an Kochkursen. Junge Syrerinnen und Syrer erlernen zu kochen, Spezialitäten von Libanon, Köche, die sich bereit erklären, mitzutun, einen Beitrag zur größeren Menschlichkeit zu leisten. Und die größte Freude der Köchinnen und Köchen, die diesen Beruf erlernen, war, uns anschließend eine wunderbare Köstlichkeit zu geben. Wir haben den Partnern verschiedene Geschenke mitgebracht, Zeichen der Anerkennung, Zeichen der Wertschätzung, Zeichen des Miteinanders. Vor wenigen Monaten war eine Delegationsgruppe von Miserio hier vor Ort gewesen und es wurden mit Erlaubnis der Betroffenen sehr viele Bilder gemacht und wir haben Fotoalben denen, die wir vor wenigen Monaten besucht haben, geschenkt und das war eine riesige Freude zu sehen, auf den Fotos, die Begegnungen, die Freude, die Sorge, die Ohnmacht, das Lachen, alles, was Menschlichkeit ausmacht. Ein weiterer Ort, den wir besucht haben, ist die Naba-Schule. Besonders irakische Flüchtlinge, die vom Irak oftmals über Kurdistan, über Armenien geflohen sind und hier im Libanon gelandet sind. Spannend war für mich, dass die Mehrheit dieser Flüchtlinge nach der Kinder Libanon als Zwischenstation sehen und nach Kanada wollen, nach Australien wollen, nach Europa wollen. Und auch hier Schulbildung, Traumabearbeitung, Sprache lernen. Wir haben Kinder getroffen und sind Kinder begegnet, die ihre Sprache verloren haben, aufgrund der Zerrissenheit, aufgrund der Zerstörung, der Gewalt, die sie erlebt haben. Der Tag endete mit einem, wie wir das jeden Tag machen, mit einem nochmal Nachgehen und Suchen, welche Orte des Friedens, welche Orte der Versöhnung, welche Orte der Heilung wir während des Tages begegnet sind. Ich bin dankbar, hier zu sein und diese Arbeit zu sehen, zu spüren. Was mich am meisten bewegt hat, war die Schule, die syrische Flüchtlinge, irakische Flüchtlinge, wie diese Jugendlichen mit einem Enthusiasmus Französisch, Englisch lernen und dies als Teil sehen für eine andere Zukunft mit mehr Frieden und mit mehr Würde und Respekt.